ich bin der Schmidtko von der Zugspitze. Also vom Zugspitzbahnhof. Ich bin heute mal wieder auf Tour. Da steht's, Zugspitze. Wir fahren heute mit der Zahnradbahn auf die Zugspitze. Und da filme ich ein bisschen was und nehme euch mit. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und ein Like und die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns später noch. Wir sind nämlich hier in Garmisch-Partenkirchen am Bahnhof von Garmisch. Da hinten fährt die Regelspur. Das sind die Berge. Da ist das Olympia-Eissportzentrum. Und hier fährt dann die Zahnradbahn ab. Die fährt meterspurig auf 2600 Meter oder so. Da fahren wir dann jetzt gleich los. Ja, und hier seht ihr unseren Zug kommen. Der hat uns bis nach Greinau gefahren. Hier seht ihr mal den Streckenverlauf. In Greinau geht dann die Zahnstange los. Da sind wir dann umgestiegen in die Zahnradbahn. Das war dann dieser Wagentyp hier. Und mit dem sind wir dann bis auf die Zugspitze gefahren. Handy mal gerade gehalten, dass ihr seht, wie steil das ist. Jetzt quasi aus der Sicht des Wagens. Es sind teilweise bis zu 250 Promille Steigung. Da geht es ganz schön aufwärts. Hier seht ihr jetzt die einzige Stütze der Zugspitzenseilbahn. Hier ein wunderschöner Blick auf den Eibsee, wo auch die Seilbahn beginnt. Ja, eben habt ihr den Gegenzug gesehen. Und hier ist die letzte Station Riffelries, bevor es in den Tunnel zur Spitze geht. Und ihr habt es gelesen, wir sind am Gletscherbahnhof der Zugspitze angekommen, auf über 2600 Meter Höhe. Der Bahnhof ist im Tunnel und hat sogar noch eine Steigung. Beeindruckendes Bauwerk. Und hier habe ich noch ein paar Bilder und Impressionen zum Bau und der Geschichte der Zugspitzbahn. Ja, und hinab ging es dann mit der Zugspitzseilbahn. Die Seilbahn ist relativ neu, Baujahr 2018 und hat nur eine einzige Stütze. Wirklich ein Wahnsinnsgefährt. Die Gondeln haben auch einen Glasboden, man kann also während der Fahrt nach unten schauen, wenn denn das Wetter mitspielt.
So, jetzt sind wir wieder am Fuße der Zugspitze. Zugspitze seht ihr da irgendwo. So, also runtergefahren mit der Seilbahn hier. Die Zugspitzseilbahn, von der deutschen Seite aus relativ neu noch, das ganze Gedöns hier. So 4 Jahre auf dem Buckel. Ein Wahnsinnsgerät. Da schwebt sie davon. Und wir fahren jetzt davon, denn wir fahren jetzt zurück mit der Zahnradbahn hier von Eibsee. Der Eibsee ist da hinten. Sehr schön. Geht jetzt zurück nach Garmisch-Partenkirchen. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, 18 Uhr. Bleibt gesund, bleibt dran, macht's gut, euer Schmidtko.